Und jetzt sieht man, welche Auswirkungen die Höhe vom Anhängepunkt hat. Je höher der Anhängepunkt, desto länger der Hebel, der die Hinterachse belastet und die Vorderachse entlastet. Der Bulldog hat hinter viel Grip, aber neigt dazu, vorne Luft zum Gange. Je tiefer der Anhängepunkt, desto mehr wird die Vorderachse belastet und die Hinterachse entlastet. Der Bulldog bleibt vorne unten, sodass man lenken kann, aber hinter hat er wenig Grip und dreht durch. Der Effekt ist sowohl in der Land- und Forstwirtschaft, wenn man was Schweres zieht, wichtig, als auch beim Traktor-Pulling, wozu ihr noch viele weitere Videos auf meinem Kanal findet.